Marius. Es ist wirklich ein sehr schöner Marien, finde ich. Wir haben Sonne schien, und es ist smaklich und warm, und er braucht nicht mehr ein dicker Wannig untragen. Sehr smaklich, sehr schöner Marien. Ich kann Gott danken und loben, für was er alles regieren wird. Wir sind auch wieder kalt und schneig und so wieder, und finde ich auch eine Welt Lut, das ist eine ganz andere Sache. Nicht bloß erklärt einmal ein bisschen zu bemerken, dass das Kampf von Gott, heute das wahre so regieren und das heute in Kontrolle ist von alles. Mir bringt das in die Freude und Mut, dass das heute erst wieder regieren wird. Wenn ihr in der Bibel mit habt, war ein Update in 1. Timotheus, Kapitel 5. Wir waren von der Weste Farge in Evagon. Aber das 18. Farge habe geplant, Eva zu gehen. Und wir wollen sagen, was der Schrift uns von der Smarts zu sein hat, von dem ersten, was ich habe, von Witfrius. Er wird weiß in der Gemeinde, aber die ersten zwei Farge, die er noch ein bisschen von der Fähigkeit Kapitel mitnehmen, wo Paulus Timotheus ein bisschen sein, wo er soll, leben, wo er soll lernen. Und dann die ersten zwei Farge handelt sich nach dem Tod. So, die erste Farge sage ich, du in allen Mann nicht ausschauen. Nicht ausgrenzen, nicht am sein Tracht sagen, oder Tracht sagen vielleicht, aber nicht am Ausschalen, nicht ausgrenzen oder so, nicht rauf mit am behandeln. Sagt er, red am so an, aus von heute dein Vater wir, und die jüngere Männer aus Bräuter. So hier sagt er, sagt Paulus der Timotheus, wo er sich soll mit den älteren Männern behandeln. Und wir haben vielleicht nicht alle, die überein Vater, Mutter, Jehotis, wie abgewachsen sind, vielleicht können sie nicht alle sagen, sie haben Respekt gehabt für ihr Dad. Aber trotzdem wird von Worten hier reden, der sagt, so eine Leute und so eine Respekt, was du haben für den Vater gehabt, so siehst du zu den älteren Männern, die in der Gemeinde sind. Du sollst Respekt haben für dein und gut behandeln, nicht irgendein Uterschall, was er sagt. Und die jüngeren Männer, alle so annehmen als Bräuter, hier sagt er ein bisschen, bitte du mit, wenn du eine andere Person begegnen ist, wenn du ein älterer Mann hast oder ein Bruder oder ein jüngerer Mann, du sollst sie so annehmen, als wenn die Familie sind, als wenn dein Vater oder dein Bruder. Kriegst du die Infos abnehmen, so sollst du hier den älteren Mann und den jüngeren Mann annehmen, als dein Vater oder dein Bruder. Dass du so eine Connection hast, durch den Heiligen Jesu, ist aus einer Familie geworden, die soll wieder auch so abnehmen, aus der Familie, dass er hier sein wird. Dann sagt er, der ältere Frühes aus Mitte. Und dann der jüngere Frühes aus Sestren. Sag ich, hol deine Gedanken rein. Wofür leichter, um deine Gedanken rein zu holen, wenn einer jüngere Frühes ankecken wird, so aus von einem Mann jüngere Früh ankecken wird aus einer Sester. Gewöhnlich hat einer viel Leute vor allem seine Familie, vor allem seine Sestren und Brüder und so weiter. Und einer würde bloß wollen Gott zu tun. Und all gemeint ist dort die Sache, wenn eine ältere Frau in der Gemeinde begegnet hat, und Gott seine Gemeinde soll er so annehmen als seine Mutter, und er soll so live bewiesen und so abstellend haben, als wenn er seine Mutter wird, und die jüngere Frau ist, als seine Sestrin. Er sagt, das hier wäre, wenn wir schon ein bisschen kicken tun in Matthäus 5, Vers 27 und 28 sagt, Jesus sagt, ihr habt gehört, dass du der alle Zeit gesagt, wie du sollst, der euch nicht brechen. Dann sagt er, ich über sei jünd, das sagt Jesus, ich wer ein Frühmensch dir ab ankickt, dass er euch haben möcht, half bei sich im Hort all, mit er der euch gebrechen. So hier sagt er, jüngere früher so ankicken aus Sestren, dann durfte er nicht mit Last und so wieder sich handeln. Und das ist vielleicht so, wo dann
Alle Tage wird mit Eifern machen in Seelen, daran sie um seine Gedanken hereinholen. Wenn wir bloß im Hort haben, seine Gedanken, die hat dann von all euren Gebrauchen im Hort. So, deswegen sagte ich hier, die ältere, früheste und kitten Jos, als von einem seine Mutter wird sein, und die jüngere, aus Sastren, so dass einem seine Gedanken können reinbleiben. Und besonders der Paul aus dem Lehrer, das in der Gemeinde. Oder wo Paulus sagte, Timotheus aus der Lehrer, der Verstehung. Und dann, wenn wir dann wieder gehen, hier fängt er an zu reden von der Wittfrühes in der Gemeinde. 1. Timotheus 5. Es ist ein Bredrare Farge. Der Dreier Farge sagt, ihr, der Wittfrühes, der du wirklich Wittfrühes sind. So, diese Farge merkt dann für die Frau, was meint er hierbei, wenn wir sagen, Wittfrühes ihren, aber mal die, was wirklich Wittfrühes sind. Nicht nur die, aber er sagt besonders, er sagt, die ihren, die wirklich Wittfrühes sind. Aber dann hat er uns hier so ein Rezept gegeben, wer es wirklich und von diesen Wittweiser wird früher und wo wir können weiten, wo wir sollen handeln mit dir oder auch sogar, was er der Eberschrift davon ist, wird früher in die Gemeinde sein, wo verantwortet sein in ihren Deins. Die wird früher haben auch in Deins zu tun, in die Gemeinde. Und das ist eigentlich sehr interessant, was hier von schrieben hat, von wird früher. So, wir wollen nun mit Eber gehen. So, die vierte Frage sagt, wann eine wird für die Kinder oder Grautkinder haf, dann lud die lehren, dort erste ihre Christenpflicht an ihre Familie zu bewiesen. Und hier meint er, dass von der wird für die Erdeins in der Gemeinde, sagt, wenn sie Kinder oder Grautkinder haben, erst lud ihre Christenpflicht an ihre Familie zu bewiesen, in und die Älteren, in die und die Älteren down. Und noch einmal da. In und der älteren Daunen, wo sie schuldig sind, willst dort aus, so aus Gott, dort gefallen wird. So hier sagt er zwei Dinge an dieser Farsch. Er sagt, der Wirtfried soll erst, wenn sie Kinder, Grötkinder haben, erst ihr Christen vielleicht in ihrer Familie bewiesen, mit du so, Matt Haltmer, mit den Däunen für den Sarien oder so. Aber dann sagt er, in der nächsten Hohe Farsch sagt er, dort in und der älteren Daunen, wo sie schuldig sind. So die Familie, wenn die Kinder und Grautkinder haben, aus einer Witwe oder einer Witwe, erstlich, sie sollen verehrt sein, aber sie müssen auch verjüngt sein. Das wird es ein Doppeltes. Sie machen für sich selbst, für ihre Familie. Und er redet hier ein bisschen wieder, aber ein bisschen mehr von, wo er hier gerade mit der Frage meint, wenn Witwe haben, in Dienst zu tun, in ihrer Familie erstlich, wenn sie nach Kinder haben, oder Grautkinder, aber die Kinder und Grautkinder kriegen sich und deinst dann ihre Mutter. Nur für Artesarien auch. Dann sage ich wieder in der fünften Frage, sage ich, eine wird früh, die wirklich allein steht, auf ihre Hupning ab Gott gesagt, und verkehrt Tag und Nacht im Gebet mit Gott. Dann sage ich, eine wird für die, was wirklich allein ist. Ich kann nicht sehr viel, was die wirklich allein sind. Du sagst, viele wird für die, was ich kann, was die wirklich wollen, so sagen, als wird für die, aber nicht so eine, was ich hiervon schrieben habe, von wem die viel zu sagen. Du sagst, sondern was die wirklich allein sind, was die wirklich allein steht, die haben ihre Hoffnung ab Gott gesagt, und die verkehrt Tag und Nacht im Gebet. Und ich habe ein Bild von sein, was der Römer meinte, wenn wir in Lukas Kapitel 2 drehen, dann war ich 36, 38. Hier sage ich, dass im Tempel wird dann auch Jude eine Prophetin, Hannah, von Nuel, seine Tochter. Die stammt vom Asher her, der berühmt von den 12 Stammen von Israel. Dann sage ich, die wird all sehr alt, 7 Jahre, wie sie befreit gewesen, und wir nun eine wird früh von 84 Jahren alt. Das verleiht den Tempel nicht. Aber bleib du Tag und Nacht in dein den Herrn mit Fasten im Beten. Du traf dort du an, oder du dann auch alle an, und dank Gott und vertraut von Herrn Jesus zu allem Mann in Jerusalem, du nur dort heil lüden.
So das wird für die Prophetin Anna, oder Hannah, die wird von Gottes Erfahrung reden. Die wird wirklich, der stand allein und hat erhoben gesagt, ob Gott ihn verkehrt, Tag und Nacht. Sie dient in der Gemeinde und sie wird beim Tempel und sie betet für die Gemeinde, für die Kirche und sie wieder und sie dient diese Tag und Nacht, sagt sie verleiht den Tempel nicht mehr. Das wird seine Worte wirklich allein stunden. Sie dient aus der Witwe, das wird dient, was sie können in der Gemeinde, das sie können befuten und mithalten und beten und halten die ich weiß nicht, wir haben ein Prayer-Meeting gelehrt oder wo, aber ich weiß nicht, er dient Tag und Nacht im Tempel und sie verteilt euch alle Mann, besonders der, was er lernen würde, dass er nicht ein Heilplan, was er kommen würde. Und sie verteilt sie allen von Jesus. Und dann sagt er, so erstlich in der fünften Frage noch einmal sagt er, in der Wirtfriede wirklich allein steht, hat er die Hupnung ab Gott gesagt. Und verkehrt Tag und Nacht im Gebet mit Gott. Dann sagt er, das erste Frage ist, der Hüchher lebt, der lebt, über als gässlich dort. So sehen wir, was du vielleicht allein sind, und über bloß Hüch leben, bloß für sich selbst, und alles bloß, bloß für sich selbst leben, und haben keine Sorgen, um das keine Menschen, die leben Hüchher. Dann sagt er, der lebt, über gässlich als der Tod, wenn du sich nicht um, wenn der Kirche gemeint oder sag ich dir, wenn ich hier leben wird, dann habt ihr euch, spendet ihr euch Zeit in, im Gebet oder im Tempel oder in der Kirche oder in der Gemeinde, sozusagen. Und der siebte Pfarrer sagt dann, und das bringe ich mir. So ich habe gesagt, was der Lein steht, was Gott sich verloren hat, und dann der, was hier leben wird, dass der Jesus sich dort ist und sagt, und das bringe ich mir. Dass sie so leben, dort an nichts fertig schmieden ist. Sie sagen, den war ich in der Gemeinde leben, dass die Kinder können und einfach verschmieden. Man wird sie erreicht da und so wieder. Dann sagt er wieder in der achten Farge, in der Farge, dass auch in den Bulletin bin, wann, ob wir nicht für sie eine Freundschaft sorgt. Wenn wir nicht für sie eine Freundschaft sorgen, dann ist und besonders für die von seiner Familie, da hast du mit seinen Christenglauben aufgesagt und als euer aus einer, der nicht glauben wird. Sie hier haben die Jesus gesagt, der wird für Gott leben, der sich ab Gott verloren wird, wird der Tag und Nacht mit der Dunn haben, als im Gebet und so wieder. Und sage ich, dass über den war ich für die Gemeinde. Und dann sagt er, der nächste Falsch, der wird hier leben, der ist gästlich dort. Und das soll er ihm beibringen, dann sagt er, in dieser Frage, Sinn wird nicht Mund für ihre Freundschaft sein, oder besonders für ihre Familie, dann du mit sogar ihr Christenglauben aufgesagt, und sagt, oh ja, auch Sinn wird nicht mehr glauben down. So wirklich haben wir uns Christenglauben bewiesen, das Part wird nicht bloß für wird früher sein, aber besonders für die, wo sie kein Wesen, wo sie stehen down bei Gott, als wenn sie sorgen down für ihre Familie. Wenn sie sorgen, wenn sie Kinder haben oder Großkinder haben oder so, wenn sie für die sorgen dann so lange sie können. Und wenn sie nicht mehr erkennen, dass sie dann den, was ich habe, belehrt und du für die so besorgt oder versorgt für die, in dem, was ich so dort. Wenn sie nicht mehr erkennen, dass die Familie dann gieren will, mithalten und auch behalten. Und er sagt, Matthäus 15, Vers Feiertag, sag ich, will es Gott befohl, Vater und Mutter zu ehren. Und wer Vater oder Mutter pflegt, soll mit dem Tod bestraft werden. Und dann sagt er, hier sagt Jesus zu den Pharisäern oder zu den Juden, er sagt, über Jesaja, wer der Vater oder Mutter sagt, doch wird jünger für mich zu Gott kommen, kann, als Gott übergibt. Sie sagen, wer dort der Drach. Und hier sage ich, der nächste Vers. Der erste Vers, du sagst, Matthäus 15, sage ich dann, du mit hast dort so wie dort keiner meine Vater oder Mutter ehrt. So habt ihr am Jüne Verschriften zu hören.
Gott seine Gebauten nicht zu nichts gemerkt. Sie sagt, der Zeit, Gott sagt seine Frau Mutter ihren. Und die Juden sagen aber, wenn ich nun einfach Gott kriege und ich sage, ich übergebe Gott dort, dann darf ich nicht meine Eltern geben oder mithalten mit dort, was ich da kriegen darf. Wenn ich sage, ich brauche nichts mehr schaffen und ich brauche nicht meine Familie mithalten, damit, wenn das ist, Gott übergebe, könnte dann brauche ich nicht mehr meine Frau und Mutter mithalten, du wein. Ich sage, die Juden soll sein, so ein Mensch, der das reicht, wenn die den vergeben haben, du wein, den sie nicht halten, wenn das als Gott übergebe. Aber dann die nächste Frage, sage ich, du dann, wegen so einer Attitude ist dort, wegen so einer Utsicht, wegen Dingen, in denen wir kennen, sagt er, das kann er mehr der Vater oder Mutter ehren. Und sagt er, der unter ihre Verschriften Hecher holen und Gott seine Gebauten zu nichts merken. So haben sie selbst Ideen gegeben, selbst Ideen gemerkt, wo sie sollen umgehen mit ihrem Leben, so zu sein. Und du darfst kriegen ihre Vater und Mutter keine Ehemeier, wenn sie dann sein, dass Gott übergeben, dann sie bloß für sich selbst oder für die Gemeinde, oder man dann nicht für ihre Familie mithalten. Und dann sagt er, wenn die Verschriften, was sie sich selbst gemerkt haben, für sie selbst sein, dort reich ist, dann die Hecke holen und du merkst, dass Gott sein Gebot zu nicht. Wenn Gott sein Gebot sagt, ganz klar, ihr dient Vater und Mutter. Und der achte Vers, der sagt, wer nicht für sie nicht für Freundschaft sorgt oder besonders für die eine Familie, das ist, wenn sie Christen glauben, hat sie geleicht. Sondern wird dort nicht mehr der, die Juden sein, der dann Gott, wenn sie sein, dass Gott die gibt. Und Gott sein Wort sagt hier, sondern wird dort nicht der, dann sogar er Christen glauben, hat sie geleicht. Und sagt, oh ja, auch sondern wird er nicht mehr glauben. Der. Die nächste Farge in Timotheus, 1. Timotheus 5, die sagt, Lut eine wird früh bloß dann auf die List gebracht worden, wenn sie nicht unjassassig geölt ist und bloß einmal befriedt gewasst ist. Sie das die plottische Übersetzung sagt, wenn sie bloß einmal befriedt gewasst ist, wenn wir auf Hochdeutsch stehen oder auf Englisch sagt, wenn sie bloß einen Mond haben oder bloß die Idee ist, bedeutet Krieg so, als wenn wir erst lesen, der erste Kapitel, wo die Gemeindenlehrer oder die Diakonen, die sollen mal einen Mann sein, was eine Früh hat. Nicht zwei Frühe oder drei oder Feier oder so wieder. Und hier ist das, wird früh, wenn sie auf einen Mann gehört, sollte sein, nicht fehlen. Wenn wir an die Geschichte denken, dann, wo Jesus mit der Samaritischen Früh begegnet, da du am Barm. Sie hat sieben Männer gehört, nicht? Und mit dem Mann, was er angerutzt hat, wird wenig mal umgehen. Und wenn du nur redest, die Frühe, die soll haben ein reines Leben geführt, die soll haben einen Mann gehört. Nicht, dass sie bloß hat, einmal könnt befrieren, der könnt meistens befrieren, aber einmal, nicht von einem oder anderen. Er will haben einen Trägen. Er soll einen Mann haben. Und wenn die nächste Farge, oder die nächste paar Fargen, die wollen noch mit Maya davon reden, das meint nicht, dass die Wirtfrühe sich nicht kann, frisch befrieren, das Geld von ihnen. Aber wenn die einen Mann haben, ab einem Mann, nicht einen Mann zur Zeit sagen, dann gehen einen anderen Mann annehmen, wenn, ich weiß nicht, was ich meine, nicht? Wenn der Mann ist gestorben und das ist ein frischer Mann, dann befrieren frisch, sagt er das Geld, aber nicht mehr als einer bei Mulhan. Die tiende Frage, die sagt dann, sei mal durch, so gelebt haben, dort von ihren guten Worten geredet wird. Und dass ihre Kinder Gott beliebt haben. Sei mal durch sein großes Frieden gewesen und die Heilige der Feucht gewaschen haben. Sei mal durch die Bedrängte bestohlen haben. Und sich unter alle Umständen bemüht haben, Gott zu tun. Von uns soll gute Dinge gut verteilen. Mir denkt, wenn ich drei denken darf von meiner Großmama, da wird so eine Früh, was der viel Leben hat. Sei dort wahrlich Menschen abnehmen, wenn du
Sprache am Hof kommen deiden, so rede gewöhnlich immer was reut mir, wenn sie Salz euch viel haben, aber immer Mitleid haben, sondern was bedreckt werden. Und so eine solche Dinge, auch weil ich like Gottesfried sein, Menschen abnehmen, Menschen hankreien und abnehmen in Goldstone. So eine solche Dinge soll von Argun zu sein, dass so ein Leben geführt ist, eine gute Gottesfahrt geführt war. Und ich sage, der Held, der Feucht gewaschen hat. Wenn wir in Johannes 13 lesen, dann Vers 14 und 15, sage ich, und wenn ich jünger Herr und Lehrer jünger Feucht gewaschen habe, dann soll ich jünger auch unter den anderen Feucht waschen. Ich habe jünger ein Beispiel gegeben, dass ich auch so tun, als ich jünger tun habe. So ich sage nicht, das Beispiel, was Jesus uns gegeben hat, wir sollen uns unter den anderen Amtsach dein. Wir sollen nicht wollen bedeint sein, wir sollen den Nächsten gut bedeuten. In so einem Beispiel haben wir uns gegeben, dass wir reich heute als Herr und Lehrer Gott über alles kommen, dass seine Jünger feucht waschen, aus dem Beispiel zu sagen, keiner von ihnen ist so groß oder so groß oder so gut oder so ein hohen Amt, wird einmal den Nächsten gut bedeuten. Und das war die Prüfung zu sagen, dass sie soll im Dienst sein, sie soll in deiner Hort haben, dass sie soll nicht bloß wollen bedeutend sein, aber wollen ihren Proben zu deinen, wenn er schaffen wird. Und wo er dann schaffen wird. In Hebräer 13, Vers 2 sagt, bleibt fast in der Bruderleib. Vergeht nicht, Gottes Fried zu sein, willst du dich an einen Engel abgenommen, ohne dass sie das wollten. Diese Frage, er denkt, einmal an, wofür hat einer nicht wem abgenommen, wenn einer weiß, einer hat soll. Vielleicht hat einer so eine Folge, hat einer soll wem abnehmen in irgendeinem Sorgen und so weiter, und einer hat das nicht getan. Wofür hat einer, du, der ich nicht könnt, so eine abnehmen, was er hier sagt, Engel abgenommen, ohne zu refreien, weiten deuten. Und in so einer Live, das, wenn er hier sagt, der Bruder Live, der meint, Christen Live, einer für den anderen haben. Dass sie in so einer Live so wie blieben. Und wir treten dann nur Matthäus war, der 5. Kapitel, der 11. Vers, und er sagt, hier redet war wen, hier redet von Befrieren. Er sagt, über jüngere Frühes, nehmt nicht ab die Liste ab. Also nur für wem die Quack soll ganz viel sagen. Sie ist, was er erst sagen, sondern was der Allen, und ich weiß, dass alle Horden, die soll ab die Liste abgenommen worden. Du meinst, hey, dass die Quack für entsagen soll, die Gemeinde soll für entsagen. Ich kann eine Witwe, die wird vielleicht durch ein bisschen 60 Jahre älter, so ist ihr Mann gestorben, und dann kriegt sie so eine Rute von anderen. Sie soll bloß alles zur Ziel leihen und abhören mit was sie da, die hat noch eine Arbeit und so. Und sie sagt, bloß von der Gemeinde feiden lassen. Bloß, lass die bloß von der Gemeinde feiden, du bist eine Witwe, nur lass die feiden. Und nur Gott sehen wird nur, dass das auch reich. So ein Advice, das ist nicht reich, wenn Gott sagt, dass sie sollen ürschlich ihre Kinder und Großkinder, wenn sie die Hand in die Kinder und Großkinder sollen verarren. Das soll nicht bloß auf die Gemeinde geschoben werden, aber so eine Worte wirklich allein stehen, dann ja, die Kirche soll. Aber wenn sie nach Kinder oder Großkinder haben, die sollen ürschlich für ihre Familie und ihre Freundschaft sollen sie sein. Das ist nicht zu sein, dass die Kirche, die da zur See geschrieben sein, wie Brücken in der Schmerz down. Die Kirche soll immer checken, wo sie kann beifuten und mithalten, aber die Familie hat eine große Verantwortung, dass sie checken, dass sie eine Familie mithalten, wo das fehlen wird. So, er sagt, über die jüngere Frühes, jüngere wird Frühes, nehme ich ab der Liste ab. Weil, wenn die dort verlangen, nur einen Mond kriegen, brechen die ihr Versprechen an Christus und wollen sich befreien. In bringen du durch die Beschuldigung über sich, dass sie ihr Versprechen nicht gehalten haben. In so einer Zeit sind sie im Gefahr gefühlt worden, während sie von einem Haus in einem anderen Haus gehen und nicht mehr gefühlt worden über aus Schnappernesen rumgehen und plüdern über Dinge, wovon nicht soll geredet werden. So hier ist der große Gefahr, wenn eine eine junge Person wollen allein bleiben und wollen von der Gemeinde mitgehalten sein in Salz, aber nicht für sich selbst sorgen oder für ihre Familie. So.
sehr fürchtlich sagt, dass sie brechen den Versprechen, was sie an Christus haben, und wollen sich dann befreien. Und sagt ihnen, gehen sie von Hüß zu Hüß, schnappen sie und sagen, darum gehen nicht schön, was die Menschen alle tun, sagen sie nicht, kann ihren Gossip sich taub holen. In anderen Raum gehen plüdern über Dinge, wovon nicht soll geredet werden. Wofür hat hier einer von, wenn du wir auf Dinge gehört, und dann bloß Gossip hören, das ist nicht mehr eine wahre Geschichte. Und dann gehen sie wieder und wieder und vertellen dort, und das tun Männer, kriegt sie Geld aus Frühjahr, aber hier redet er von Sinne, was wird Frühjahr für ihn sein. Und dann plüdern über Dinge, und ich sage, plüdern wir ihn, wenn sie vertellen dann, dass wir Menschen im Public nicht, aber hängen rechts gehen und wieder plüdern, was sie hier haben von einem Hüsten an den nächsten Hüsten gehen, an den nächsten immer rumgehen sein. Oh, hast du hier was von Jahren, was du angehend hast, der hat das so und so, oder der Mond hat das, oder der Frühjahr hat das, oder sie dann schnappen sie und gehen rum, nur sagen, was soll ich nicht wegen von all den Hüsten, wo sie dann kein Rum gehen, und andere Dinge gehen plüdern und fährten auf das sehr große Weide auf und so. So, ich sage, Söhne sollen, ich habe ein bisschen genommen, Söhne würden sich sollen, befrieren, dass er in der nächsten Farge sein, oder in der 14. Farge sagt. Er sagt, du wegen Rurak, jüngere Frühjahrs, sich zu befrieren. Kinder zu haben und Hausarbeit zu tun, dass der Feind nicht unser Kauf oder unser Feind immer uns zu lastern. So jüngere Frühjahrs sollen, jüngere wird Frühjahrs, sie sollen sich befrieren, sie sollen Kinder haben, Hausarbeit tun, so dass der Feind nicht unser Kauf immer uns zu lastern, aus Glauben, aus Gemeinde. Wenn die meisten Häuser, wenn die früh Kinder haben, oder Grautkinder, oder so weiter, die sind drauf mit für das Haus sorgen und Hausarbeit tun, sie haben nicht viel Zeit zum guten Schnappenesen oder plüdern, oder so weiter, nicht? So heute ruht der Tau, wenn sie Kinder, nach Kinder sind, sie sollen Läufer sich befrieren in Kinderhahn und dann sagt die Hausarbeit tun, so dass der Feind nicht was üben kann, über die Gemeinde lasten werden. Wenn sie so eine sind, was die Christen nahen in den guten Rahmen, dann schnappen sie und wieder plüdern, dass die Bilder gehen sich kochen und schlagen dann um. Nicht bloß eine besondere Koch, ein Part, aber Gott sie in die Gemeinde. In dann in 1. Korinther, wenn wir bloß ein paar Verse lesen, 1. Korinther 7, Vers 8, 9, sagt er, zu denen, die nicht befreit sind, interviert früher sage ich, dass es für einen Gott ist, sich nicht zu befreien, so als ich mich nicht befreit habe. Oder, dass er auf Hochdeutsch würde sein, dass er allein ist. Auf Englisch würde es sein, dass er allein blieben, dass er auch allein ist. Aber der Wort, was er gebrochen hat, dass er Gott ist vereint, sich nicht zu befreien. Wenn wir dann ein bisschen studieren, unter die griechische Wort, oder ist das Hebräische, das ist die Wörter der Brücken, diese können so eine Idee von herkommen, dass er sich vielleicht befreit gehört hat, sometime, dass er nicht immer wieder allein war. Dass er vielleicht Paulus selbst können sein, befreit zu sein als Gott, aber allein sein als Beter. Die Idee ist, dass er vielleicht könnte, hat vielleicht beides geschmeckt, das habe ich gewiss, aber du hast ein Wort, was das vielleicht du noch anleiten darfst oder können sein, aber eben fängt dann noch nicht so an deine Schraf. Aus Stephanus gesteinigt war, bitte die Fans bei Jerusalem, wenn er heute gepredigt hat, dann sagte er, der Warnix oder Everag, Handlein bei der Feind von Paul, ein junger Mann. Und er wird, was er durchbrücken darf für einen jungen Mann, als er allein wird, zu deutet. Sondern als er jung wird er allein und als er alle wird, sagt er, er allein. Als er den Twaschen irgendwo befriedigt war, was er glaubt, er ist vielleicht. Aber ich würde sagen, als er ist oder nicht, das hat mir keinen Unterschied an uns Christenleben. Nicht? Wie sagen dort, dass Jesus, als wir in Paulus predigen wird, Jesus, als wir uns geraten haben, in Paulus haben drei Dinge getan, haben ein bisschen neu gewesen, haben alle Sachen angefangen.
so viel steht da, dort, was heißt, ich habe eine Tiet befriedigt heute oder nicht, das merkt keinen Unterschied. Wie wir können vielleicht ein Debatt haben über so eine Sache und nur sein Wort, wo alles genügt fängt, aber wo ich bei mir fängt, das wird ein Wort, was der Kunde vielleicht versandt, gebrochen sein, geworden, vielleicht auch nicht. Aber was die, nur sein, dass sind eigentlich Wasser, was eine Gruppe Menschen vielleicht, wo der Gläubende dann heißt nicht allein, Wasser hat sich befriedigt hat, für eine Zeit wenigstens. Aber für mich, mir merkt sich dort nicht und sage, dass der Unterschied aus der Hafer nicht. Heute wir den Mond, was hat so viel Gott zu tun, heute wir den Deiner, und heute predigt das Wort, und er braucht das so viel Städter. Und heute sage ich am Ende von seinem Leben, heute hat sein Reus gerannt, heute hat den Frech gemerkt. Und ich glaube, das ist wichtig für uns zu sagen, wenn wir sein Leben immer kicken down, dass heute Leute nicht Dinge sich zu einer Seite oder anderen Seite reden, heute bleibt trü in seinem Amt, aber am Ende, und heute hat sein Reus gerannt, bei euch frech wird. Und da hat er fragt mich, von, was wir von Paulus anfangen. So, heute sage ich dir, wenn sie sich nicht befrieren, dass es heute auch alleine ist, oder dass sie sich nicht befriedet hat, sage ich, aber wenn sie sich nicht beherrschen kann, dann laut, soll sie sich befrieren, wer ihn befrieren als Peter, und sich ihre Last mit ihrer Last nicht ruht wollen. Und es steht immer, wenn ich allein sein, dann kann man viel mehr Freiheit, Gott zu dein Opfer haben, wenn man das fehlt. Und Paulus sagt, das ist gut, wenn sie dann allein sind, aber wenn sie mit ihrer Last sich nicht ruht wollen, dann befriedigt ihn lieber. Wenn ich nicht mehr Geld tun, wenn ihr nicht wollen, Hahn und Herr geredet, wenn ihr nur Last. Dann sage ich dir wieder, aber wenn wir noch einmal die 14. Vers, 14. und Mathe 15. Tipp lesen, sage ich, du wein, Rudek, ging ihr früher sich zu befreien, ging ihr zu haben, Hüßarbeit zu tun, dort der Feind nicht unser Kauf, ihr war uns zu lasten. Willst du sein Sohne, die all aufgekommen sind, und dort mit den Zutun holen. So Paulus, der hier so noch ernstlich reden mit Matthias von wo wir früher sollen üblich behandelt sein und wo sie sollen Dienst in der Gemeinde führen werden. Das ist so, was vielleicht schnappernäßig sind oder Ramgun, Plüderin oder so wieder. Dort so eine, das ist, was sie sind, so eine, die aufgekommen sind, und sie mit den Zutun haben. Und hier der letzte Vers, was ich hier von der Wahl das Astehende. Der sagt, wenn irgendeine gläubende Früh wird frühes Haft, die von ihr aufhängig sind, dann lud ihr die mithalten. Und lud die nicht in der Los für die Gemeinde sein, dass sie die bestehen kann, die du wirklich wie ich frühes sind. Sieht ihr die hier so aus, wenn er sagt, wenn irgendeine gläubende Früh, sieht ihr die, wenn die Taub kommt die aus Quark, die weinig deine Mana Taub in der Frühes abhaut. Nicht? So, wenn eine gläubende Früh die wird Frühes bedeuten, wenn sie die mithalten, dann sage ich, wenn irgendeine gläubende Früh wird Frühes haben, die von ihr aufhängig sind, lud ihr die mithalten, sodass die nicht in Los sind für die Gemeinde. So, die ältere Frühes, Gläubige früher, die sollen so ein Dienst sollen sie tun in der Gemeinde. Sie sollen die, was wirklich wird früher sind, mithalten, sodass die nicht in Los sind für die Gemeinde. Aber mit der kann ich kriegen, dass wir nicht haben, wie dann alle Taub kommen, am früher, sondern es ist nicht mehr bloß, dass die älteren früher sollen dafür sagen, nicht, dass wir das als Quark, als Gemeinde, vielleicht aus Diakon-Couples oder so weiter, haben vorhin vielleicht Wissringer, sagen sie, fehlt Mathe halten oder so weiter. Es ist nicht, dass bloß früher ist das nicht down. Ihr schaut mal wieder den Weiß, dass er das dann hat abgesetzt. Aber in Eng sagte, war er, dass er dich bestehen kann, dass du wirklich wird früher sind. So, was wirklich nicht wird früher ist, als wenn du allein stehen, was du nicht Kinder hast oder Glück Kinder hast, was du kein Mathe halten oder befuten.
und wo die Kenya, wo sie üblich für die Sorgen sind, und wo die in Return 3 R besorgen sind. So, wir hatten aktuell einmal ein bisschen eine Idee, wird früh wieder irgendeine, wo die Mondpflicht wird aufgestorben, dann wird eine Wirtfrühe, dann müsste jemand nicht für die Sorgen. Aber Gott sein Wort sagt, wenn sie Kinder oder Großkinder haben, dann sagen sie, ich mache sich für eine Familie. Und wenn sie nicht tun, ich für eine Familie sorgen, dann sind schlechter, als wenn sie nicht mehr glauben tun. Mir wird interessant, dass Mathe-Dom werden, das gibt mir eine ganz neue Perspektive, was wird für uns werden, wo wir sollen behandelt sein in der Gemeinde. Und du wirst das schauen, wenn du konstant ein ganzes Buch durchkommst, wo du in der Dinge vielleicht bloß etwas gibt, wenn von das Wort reden werden, das passt nicht bei oder so wieder. Wo Fergen ist das so ein Fan, wenn du ein ganzes Buch durchkommst, krank sein, was sagt dir alles zu der Gemeinde, wenn das alles zu Timotheus wäre, für die Gemeinde sein soll. So dass wir dann wie das wichtig für die Gemeinde und das von der noch gleich so wichtig. So wie das noch lesen down und von lernen down und du mit Eifen down, das ist uns das sagen, dass wenn wir wollten, dort Gott sein Wort als Wort, wird Wort, als Wort, was ewig blieben. Sein Wort als eigentlich, was auf einmal stehen und Wort. Wir werden zum Schluss noch darauf beten. Himmlische Vater, wir kommen für den Herr, jetzt angesagt von der Smart und Heimat, wir danken dir Herr für wer du bist, wir danken dir Herr, dass du uns Futter bist. Wir danken dir, Herr, dass du hast uns das Kapitel auch geschrieben von Wirtfrühs, wie kann sein, was du verlangst von R oder von uns, was ihr meint. Wir danken dir, Herr, dass du all diese Dinge in dein Wort sind, dass wir kann sein, was du verlangst, dass wir nicht unsere eigenen Ideen kriegen, was wir tun, aber wir können all diese Dinge in dein Wort nur verlangen, was du sagen das. Wir freuen uns, Herr, dass du nicht nicht hast ausgeloten, als du dir der Heilige Schriftleute geschrieben von Mana durch den Heiligen Geist. Wenn alles, was uns fehlt, alles, was wir Bedürfnisse in den Hand haben, wir fangen in das Wort, mein Reich, was ein Wettbewerb wird von deins Hand in der Gemeinde oder wo die Gemeinde auch so handeln oder besorgen oder versorgen und so weiter. Wir danken dir für all das, Herr. Wir danken dir, dass wir so ein Bild haben von Wasser, wird weiß, was wir hier sagen und sich meint haben, wo sie bedürft sind. Und Familie in Kenia, in Großkenia, und wo sie tätlang bloß im Gebet sind für dich. Für die Familie, für die Gemeinde. Und wir haben ein schönes Bild davon, wir reichen an sie mehr. Und wir danken dir dafür, Herr. Und ich freue mich, dass du besonders mit jeder einen von dir sein wird, vielleicht einsam sein wird, nicht, nicht mehr einen Partner haben, morgen oder früh. Ich freue mich, Herr, dass du wirst und nur sein, dass du wirst wirklich nur die tragen, sodass sie die können fallen, dienen live, sodass sie nicht in der allein fallen. Ich freue mich, Herr, dass du wirst ein special sein, Eva Ernt. Und im Reich von der Smarius. Und wir danken dir, Herr, dass wir so viel können immer frisch von dem Wort kriegen, was du uns hast hängen lassen, wenn der jemand fehlt hat an dir und an dem Wort. So dass wir können reich und treu umgehen mit dem Volk, das du dort hast, eingesagt. So dass wir nicht von uns einen Gott oder von uns einen Gewand zu bedauern, aber dass das immer kann um die handeln und wer du bist in deiner Leib. Du dank wie dir für Herr, dass ich euch sehen nomen. Amen.